Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu One-Armed Cook mit Sebastian, Jonathan, Bram und mir, dem Peter. Das ist ein Spiel, hallo. Das bei Steam extrem gut bewertet, sieht aber total trashig aus, kann man zu viert spielen und damit sollten wir das alle mal ausprobieren. Das machen wir jetzt hier auch, wir spielen haben normal alle. Und haben gleich... Pizza mitkocht. Ja, wir machen Pizza mitkocht, genau. Ready? Alle ready? Ja, ready, ready. Müssen Essen machen, dafür Geld verdienen. Das würden wir bei Pizza ready. Mitkocht nicht schaffen. Bei Benny's Burger Bar. Vielleicht müssen wir uns auch... 125, ihr seht aus wie Zombies, what the fuck. Ja. 125 zusammen das verdienen? Gehirne! Oh Gott. Essen, Gehirne! Money, da kommen sie schon. Die haben nackt. Oh, ich hab Käse geschnitten! Leute, ich hab richtig viel Käse geschnitten und mein Messer ist weggeflogen. Ich mach schon mal okay. Brot fertig, ja? Ach, ich sag euch, ihr müsst machen. Bacon Cheeseburger. Zwei Bacon Cheeseburger, ein Hamburger, ein Cheeseburger. Ich mach mal Bacon. Oh nein, der Bacon ist runtergefallen. 3-Sekunden-Regel. Hier ist eine Mausefalle. Wieso kann ich den Kling nicht mal? Oh doch, guck mal hier. Oh, guck mal, die erste Brote ist schon fertig. Ist Burger, Bun, zweimal Bacon, ein Cheese Slice, einmal Beef und das ist es. Hier ist eine Ratte! Töte die Ratte! Ich schmeiß sie auf den Grill. Schlag, Peter. Oh, die lebt noch. Nein. Ja, ich hab sie auf den Grill geworfen. Hier ist Bacon. Ich leg die in die Rattenfalle. Hier ist nämlich auch eine Ratte. Ratten. Fuck! Leute, ich hab die Ratte hat mir gerade mein Brot Bun geklaut! Alter, die schmeißen wir. Ich geh mir den Messer schmeiß hinterher. Schmeiß sie auf den Grill! Wie viel Bacon Burger brauchen wir, Peter? Bring sie nach draußen. Zwei Bacon Burger, ein Cheeseburger, ein Hamburger. Jetzt Bacon und Burger liegt hier Leute, schon alles. Hunger. Das muss einer machen. Ja, ich hab hier euch die Teller vorbereitet schon mal. Kann ich die ertränken, die Ratte? Sind hier schon durchgeschnittene Buns irgendwo? Bitte, da ist dein Bun. Gerade erst fertig. Jetzt sind die Buns sind alle verbrannt! Es brennt! Wir haben... What the fuck? Scheiße! Die Maus ist tot! Hier! Okay. Jetzt ist sie im Ofen! Ich hab sie in den Ofen du geschmissen! Du hast sie in den Ofen geworfen! Die Ratte ist im Ofen gelandet! Nein! Oh nein, die Ratte klaut unsere Käse! Ich töte die Ratte, ich mach die nächste Ratte fertig. Ist ja gar kein Problem. Wir brauchen Brot irgendwie. Die Ratte ist verkohlt. Die Ratte hat das Alter, Brot guck geklaut, dir das an. Hier. Die Ratte brennt. Der Boden brennt. Nice. Können wir nochmal löschen, bitte? Die klauen unseren Feuerlöscher! Warum ist die Ratte jetzt weg? Ey, bleib stehen. So kriegt man die Ratten auf jeden Fall weg. Einfach in den... Ja! Okay, eine ist in die Mausefalle gelaufen. Stell nochmal eine auf. Okay, ich hab einen Bacon Cheeseburger. Ich serviere den ersten Gast. Ja! Yeah. Oh, die nächste direkt tot. Du hast sie in die reingeworfen. Ich muss servieren. Warte. Peter macht einfach meine Aufgaben weg. Ja, Entschuldigung, hier brennt alles. What the fuck? Bram, mach mal weg! Ready to order! Gebissen. Leute, ready to order! Die geht nicht mehr ab! Ich mach mal das Feuer weg! Was brauchen wir denn noch, Jay? Ja, ich bin dabei. Ich mach gerade den dreckigen Teller zurück. Alter, brennt einfach alles! Bram, was machst du denn hier? Wir brauchen die Ratte. Noch zwei Hamburger, ein Cheeseburger, ein Bacon Cheeseburger. Oh Gott. Du bist eine Ratte! Wir haben zu wenig Brot! Wo ist denn das Brot? Jetzt liegt ja auch alles im Ofen und ist am Brennen! Der Tisch brennt auch. So, jetzt alles gelöscht, oder? Ja, der Tisch brennt auch. Der Tisch brennt, Sebastian, löschen. Wie habt ihr das denn gemacht? Ich hab mal Food geordert, Leute. Was heißt das? Ein Brot. Ja, ich hab hier im Hinterzimmer hab ich einen... Guck mal, da kommt auch schon unser Zeug an, der LKW kommt. Hup, hup. Ah. Cheeseburger. Kriegen wir den Cheeseburger jetzt fertig? Nein, wir haben kein Brot fertig. Ja, warte, hier ist Brot. Doch jetzt. Brot ist fertig. Hier ist Brot. Brot 1. Brot 2. Alter, seid ihr. Oh, hier ist ein Brot. Das Brot ist. Ja, jetzt ist das mit dem Bacon. Das ist immer noch Haram. So, hier, bitte. Mach Cheeseburger. Hamburger, 130 Sekunden. Hier. Ein Cheeseburger fertig. Nein, lol, das Fleisch ist rausgefallen. Nee, ist es nicht. Das muss nur auf dem Teller liegen, Peter. Jay? Noch mehr? Ja, ich bin gerade den LKW am ausrollen. Cheeseburger fertig. Ja, chill mal kurz. Ich brauch neues Fleisch, Jay. Ja, hast du. Ja, nur Bacon. Hab ich? Nee. Ja, ist... Hier ist schon wieder eine Ratte, die gerade das Essen klaut, Leute. So, jetzt habe ich hier... Essen ist da. Hä, wieso liegt die Bacon auf dem Boden? Warum kloppen die hier schon? Was ist das? So, roll doch mal kurz ein. Haben wir eine Spülmaschine? Ah, da ist Bacon drin. Ach so. Was klappert denn hier so? Das sind die Teller, die rumbacken. Schon wieder so eine Ratte. Was macht man jetzt gegen die?
Du musst eine Mausefalle. Dingens aufstellen, so eine Mausefalle hier. Ich mach die jetzt, ich stell die jetzt mal. Ich hab eine Müllgeworfene. Ey Leute, unsere Burger werden nicht fertig. Also ja, Brot mache ich die ganze Zeit. Ja, das ist gut. So. Ey, das du musst die Burger direkt auf dem Teller machen, Junge. Da, Käse. Ey, ist denn überhaupt noch ein Cheeseburger gewünscht? Ja, Hamburger. Warte. Hamburger und Bacon Cheeseburger, Peter. Wir brauchen noch zwei Hamburger, ein Bacon Cheeseburger. Hamburger. Haben wir nicht mal Teller? Ja doch, hier, die stehen doch hier alle. Ja, aber... Also wir haben keine gute Kette. Ja, ihr habt zwei alles, Hamburger, einen Cheeseburger, einen Bacon Cheeseburger, bitte. Alles liegt was da. Was ist das für ein Rummel hier? Oh, warum kannst du die Brötchen direkt schneiden? Da, geschnitten. In der Gastroküche hier. Ich muss das echt einzeln laufen? Alter, das ist ja übelst doof. Oh, mach hier einen Bacon Cheeseburger. Jetzt der Teller weggeflogen. Ja, so. Schon wieder eine Ratte. Haben wir Bacon noch? Zwei Bacon. Okay, Bacon Cheeseburger kommt. Okay, komm, so. Ich muss da ran. Also ihr braucht einen Hamburger, ne? Hamburger brauchen wir auf jeden Fall, ja. Bacon. Was passiert? Okay, normale Hamburger. Wo muss denn der hin? Ja, zu irgendeinem Gast da. Bacon. Ja, Hamburger. Ich glaube, wir haben keine... Bitteschön. Ich habe das Gefühl, wir haben drei Köche, aber nur eine Servicekraft, die ja gerade alles sauber machen muss. Ich bring das Essen jedes Mal selber weg, weil du nicht da bist. Ich bring das auch jedes Mal selber weg. Weil ich am Arbeiten bin, wie sonst was. Wir haben keine Brötchen mehr, Jay. Wo bleiben denn Brötchen? Ja, dann müsst ihr mal sagen, hier ist noch... Ich habe eine Scheibe Käse von den Ratten gefunden. Warte, die hole ich kurz. Jay, wir brauchen Brötchen. Ja, dann müsst ihr doch mal welche beordern. Was weiß denn ich hier? Oh, zack. Da ist eine Mausefalle gelaufen, die Dulli. Wir haben nicht genug Geld. Ihr müsst mehr Geld verdienen, Leute. Ja, wir haben gar keine Brötchen mehr. Ohne Brötchen ist schwierig. Ja, was soll ich denn machen? Ja, was hast du denn alles schon gekauft? Alles einmal. Was passiert hier? Ja, aber keine Brötchen. Hier sind doch Brötchen in der Kiste, Mann, Alter. Ja, dann oh guck mein doch Gott. In die Kiste, du Idiot. Mach mal auf. Ja, ich mach auf. Da. Eins. Zwei. Hier ist noch Käse drin. Ach, Alter, wir sind einfach zu spät. Wir haben einfach verkackt. Wie kann man so weit gehen? Hast du zwei Burger fertig gemacht oder wie viel? Ich hab voll viel fertig gemacht. Das war ja mal gar nicht. Also, Trash thrown out, das war ich. Einfach wie viele Punkte? Einfach schon ganz schön schwach. Okay, wir müssen das besser aufteilen. Select Map. Peters Pizzeria gibt's? Oh mein Gott. Alter, okay. Jetzt Burger, die nicht funktioniert haben. Peters Pizzeria. Ja, okay, ich bin da bei dir, Sepp. Eigentlich müssten wir jetzt weiter Burger machen, aber die fucking Map heißt Peters Pizzeria. Wir machen jetzt Peters Pizzeria. Wir sind rausgeflogen. Wir waren so scheiße. Okay, kriegen wir die Arbeit irgendwie besser aufgeteilt? Also ich habe gerade gut gekocht am Ende. Das hat gut funktioniert. Du meinst, nachdem du alle Buns verbrannt hast? Ja, und danach hat's doch geklappt, mein Gott. Okay, jetzt, ich bin am Ofen. Mach doch nicht alte Kamellen. Ich order. Warum kommt nicht hier? Order. Okay, was gibt's denn hier noch zu tun? Ich weiß nicht, ich belege dann. Kannst du das hier Pizza drauflegen? Pizza Prosciutto, ja? Pizza Diavola einmal. Achso, warte mal. Prosciutto Diavola. Guck mal, ihr seht sogar da oben, was ihr machen müsst. Ja, ich und weiß. Ja, aber ich weiß nicht, wie eine Pizza Diavola... Achso, warte mal, dann guck mal hier rein. Pizza Prosciutto ist mit Pizza Soße guckt und dann erst auf die geguckten Sachen... Nee, stimmt nicht. Pizza Nein. mit Soße, Mozzarella Käse und Prosciutto Ham. Ist Pizza Prosciutto. Und Pizza Diavola ist Pizza mit Soße, Mozzarella-Käse und Peperoni. Ja, ist doch mega Soße? Easy. Es sind drei Sachen, die man machen muss. Bitte, Soße ist drauf. Hab schon mal die Rattenfallen gemacht. Hier ist Dosenöffner, Junge! So. Muss man Feuer selber neu anzünden? Wow, toll, Peter. Nee, ne? Ich weiß nicht, wie das geht jetzt. Was machst du da jetzt? Ja, oh Gott. Alter, Peter! Nein, jetzt läuft die Soße aus! Ich Dose. Weiß nicht, wie es geht. Mach jemand anders, bitte. Ja, nimm doch hier über die Kelle. Ach, Leute, die habe ich überhaupt nicht gesehen. Ja, da. Lass mich mal da rein. So. Das ist die Pizza. Da, hier auf dem Boden. Okay, ich habe eine Kelle noch mit Soße. Da, hier, tu drauf. Bitte. Ja! Leute, ist hier nichts mehr drin? 109 Sekunden drauf. Noch, ich will keinen Stress machen. Okay, Leute, direkt die nächste. Ist ich drin. Ich habe noch einmal Soße in der Hand. Wie kommen wir denn jetzt noch an Pizza? Hier ist Pizzateig. Wie kann ich den klein machen? Oh mein Gott. Mit der Rollmaschine hier links. Ja. Okay. Die Pizza ist im Ofen. Okay, Eis. Da kannst du jetzt Soße, glaube ich, drauf machen. Ja, und zack. Und Diavolo, ne? Aber ich sehe keine Salami. Scheiße! Die Pizza ist weg! Die Pizza ist... Wo ist die Pizza hin? Ach, das ist wieder so typisch. Was macht ihr denn? Die Pizza ist aus dem Ofen geflogen. Da ist Salami. 7 Sekunden noch. Die Pizza ist weg! Hier ist noch eine fertige Pizza zum Kochen.
Okay, warte mal, die Pizza ist irgendwie weg. Okay. Pizza Prosciutto, Pizza Mozzarella bitte einmal. Moment, die Diavolo kommt ja erst jetzt noch. Ja, ja, ja. Die Leute sind trotzdem da. Ist also, Arbeit. Prosciutto ist leider... Wie, lass doch nicht den! Was hab ich gemacht? Die Soße umgeschüttet! Oh, das hab ich nicht mehr mitbekommen. Wie kriegt ich denn jetzt die Pizza da raus? Jetzt haben wir keine mehr. Ah, oh, Jay, hier. Hier. Ich order die ganze hier, Zeit hinterher. Ich bin die ganze Zeit am Arbeiten. Ja, Jay, hier liegt doch schon eine Pizza. Ja, dann nimm die doch. Ich musste mich um den Ofen kümmern. Wir brauchen einfach nur Service. Wir brauchen nur Soße. Ich räume gerade uns hier die Wir brauchen Soße, nur Soße. Hast du schon mal Soße bestellt? Ich habe alles einmal bestellt. Müsste in den Kartons sein. Da liegt schon eine Pizza. Oh Gott, Alter. Waren wir jetzt irgendwas mal fertig hier? Boah, Alter, noch 17 Sekunden. Kannst du einfach gehen? 17 Sekunden noch? Da liegt sie, hier auf dem Stuhl. Ah ja. Jetzt hast du mir die gegeben. Ich glaube, die Pizza ist fertig, nicht, Jungs. Nee, nicht zu dem! Die Pizza ist fertig. Jetzt hast du mein Dinges geklaut. Du, den brauche ich! Okay. Jay! Jetzt kann ich das Ding nicht rausholen. Ja, jetzt brennt das. Die Pizza ist verbrannt. Ich war so... So, jetzt. Die Pizza muss auf den Teller gehen. Jetzt ist sie aufgestanden. Wo ist denn der Teller? Wo ist der Teller? Feuer? Ja. Wir brauchen mehr Feuermelder. Und die Pizza raus. Okay, oh Gott, der Teller ist komplett weg. Weg. Da, hier, Teller, Jay. Ja, aber die sind schon gegangen. Achso, oder? Vielleicht will er jemand anders. Das ist eine Diavolo, glaube ich. Ja, okay, mal gucken, ob wir die... Weißt du, ich hab die schöne Diavolo, Pizza fertig perfekt, gemacht. Hier, pass auf. Hier, guck mal, hier, wir haben hier gerade einen Fisch fertig aus der Küche. Ist okay. Ja. Ist okay, das ist ein Ofen, der muss brennen. Oh, this is what I ordered. Ihr habt ihm das Falsche bestellt. Hä? Ihr habt das Falsche gemacht. War das nicht Diavolo? Scheinbar nicht. Können wir bitte eine Pizza weitermachen? Wir brauchen Soße. Wir haben keine Soße. Ja, Jay hat einmal alles bestellt außer Soße. Ich habe alles einmal bestellt. Das stimmt nicht. Was soll ich keine Soße mehr haben? Soße ist nicht dabei. Ist das, nee, das ist keine Soße. Ich hab doch zweimal Soße bestellt. Safe. Alles bestellt einmal. Wir haben noch 2 Minuten. Ich geh mal kurz. Da ist der Ärger, ich geh Soße holen. Ja, das war das, was wir dreimal gesagt haben, wir brauchen Soße. Ja, aber das habe ich doch geholt. Ja, anscheinend nicht. Ja, pack doch mal die Kisten weg. So. Kann ich sein. So, Soße. Weg. Wie ist das hier eine fertige Pizza mit Soße? Wie kriegt man die Sachen aus, aus so einer Packung überhaupt raus? Hier ist Soße. Liegt. Eine Ratte, Soße. eine Ratte. So, mach rein. Noch mehr Soßen. Alles gemacht. Oh, wir müssen noch eine Pizza hinkriegen. Ja. So, ich mach's einfach weiter. Also, das meinst du mit mach rein, okay. Ihr habt noch 84 Sekunden für eine Pizza Mozzarella. Oh, Bramme, du Mozzarella hast jetzt ist gleich fertig. Ja, du, hier stehen auch die ganzen irgendwelche Leute im Weg in der Küche. Oh mein Gott. Wo ist die Ratte hin? Okay, die ist leer. Was will der haben? Hä, was ist denn jetzt mit der Pizza hier? Okay, Jay, die Pizza ist fertig. Pack die auf den Teller. Oder daneben. So. Ja. Was ist denn mit der Pizza, die ja am Boden liegt? Da fehlt doch Käse Nächste. Und alles. Fertig. Nice, Bram. Was ist das hier? Junge, warum backst du immer an meiner Hand fest, du scheiß Pizza? Ach, whatever. Pizza hast du die jetzt endlich? Und nochmal Käse irgendwo? Da. Alter, jetzt mach ich die schon nicht. Und dann... Oh Gott. Aber die Candle ist hier. Das funktioniert nicht. Ja, sie sag ich ja. Das ist unmöglich. Die Pizza fliegt irgendwo ein. Das ist mir im Gesicht. Okay, Diablo ist auch fertig. Was soll man denn da machen? Ein Teller. Nein, die Pizza ist unter die Decke geflogen. Ich brauche einen Teller. Ja, hier ist ein Teller. Das ist doch alles katastrophal. Das ist der letzte, das ging voll. Ja, die ist halt runtergefallen. Wo ist die Pizza hin? Da ist die Pizza. Da ist die Pizza. Oh mein Gott. Was macht ihr denn da? Die Pizza hängt jetzt dem Kunden auf dem Kopf. Ja, aber da kann ich ja nichts für. Nee, die hat Sam irgendwie falsch auf den Teller gepackt. Jetzt bin ich schuld, dass ihr unfähig seid. This is what I wasn't ordered. Boah, endlich. Peter hat es wenigstens hingekriegt. Eine fähige Kraft hier. Pizza Mozzarella, Leute. Pizza Mozzarella, Pizza Prosciutto, Pizza Diavola. Pizza Mozzarella, Pizza Prosciutto. Ihr seht doch alles, was ihr machen müsst da oben. So schwer kann das doch nicht sein. Und Mozzarella. Und fertig. Nice. Nächster in Ofen. Wie mache ich die sauber? In den Waschbecken legen und Wasser anmachen. Okay, ich brauche einen Teller. Ah, da hinten. Hier sind ganz viele Teller. Der macht das nochmal sauber. Alter, wie sieht das hier alles aus? Wer nimmt denn die ganze Zeit den Mozzarella weg? Okay, ich hab Teller. Ich hab Pizza auf Teller. Ich schmeiß die jetzt in den Müll, diese Pizza, dieser verbackte Teller.
Okay, die Pizza ist vielleicht runtergefallen, die müsste einer aufheben. Ja, wo heb ich auf. Wo kommt die hin? Auf den Teller. Auf den Teller. Hab neue Teller gemacht. Soßenkelle, Bram ist already. Hey, wo ist die hin? Pizza ist weg! Alter! Die ist einfach weg! Pizza ist einfach dissipiert gerade. Wie kann die denn wieder weg sein? Hier bitte einen leeren Teller her. Nee, interessiert mich nicht. Leere Teller haben wir satt und genug. Ich hab sie gefunden! Okay. Ich hab noch eine fertig. Da. The food was great, Leute! Jawoll! Jawoll! Und da liegt noch eine! Auf dem Teller. Du scheiß Ratte, ey. Haben wir noch irgendwo Teig? Hehe! Hab die Ratte gekillt. Ja, könnte jemand die Pizza wegbringen? Ja. Was ist denn das für eine? Das muss ein Diabolo sein. 20 Sekunden hast du Zeit. Ich suche jetzt. Teig geht gerade runter. Ready to order. So. Prosciutto. Prosciutto will ich machen. Diabola haben wir hier jetzt gerade. Ja, das ist gut. This isn't what I ordered, Leute. Ihr habt das Falsche gemacht. Dann gib ihm doch einen, die der geordert hat. Peter, was ist das? Ja, da ist die Salami drauf, weil jemand Diabolo gesagt hat. Aber wir brauchen gar keine Diabolo mehr. Alter, wir haben Prosciutto gesagt. Ja, aber jemand hat auch Diavola gesagt. Ja, Jay, aber auf den darfst du nicht hören. Jetzt müssen wir neu bauen. Sepp hat gesagt, das ist eine Diavola. Nein, wir brauchen eine. Oh Gott. Sepp hat gesagt, hier ist eine Pizza fertig, das ist Diavola. Und dann habe ich gesagt, okay, dann muss ich den finden. Achso, ja, das war dann aber keine Diavola. Ja, richtig. Siehst du doch, was das ist. Das weiß ich doch nicht, ich bin doch der Servicekraft. Okay, kriegen wir jetzt eine Prosciutto hin? Ja, der LKW weiß kommt mit doch dem Teig, das war's. Ich glaube. Wir haben auch keinen Schinken gehabt, ne? Eieiei. Okay, absolut kriegen wir das jetzt? Leistung. Wissen wir, wie Pizza geht? Jetzt lass das nochmal ernsthaft. Ich weiß, wie man Pizza im Ofen macht, ja? Am besten ist das, wenn einer von euch auch die Sachen bestellt. Ich trage die gerne rein. Weil ihr wisst ja, was ihr braucht. Ich hatte zwar alles einmal bestellt, aber scheinbar waren ja die Tomaten nicht mitgeliefert worden. Finde ich eine gute Idee. Ich kümmere mich um die Ratten und die Bestellung. Okay. Und den Service, Bram, oder nicht? Du machst ja die. Machen wir die Belegung quasi? Oder das kann ja einer machen. Ja, okay. Die komplette Belegung. Ja. Mit, um Tomatensauce kümmern und. Ja. Das mache ich. So, ich mach den in den Ofen und leg den auf den Teller. Okay, dann bleibt ja für mich gar nichts mehr übrig. Ja, doch. Warte. Also, das kann ja nicht so. Also, das ist ja anscheinend so schwer, dass wir mit die Pizza nicht bekommen. Einmal hingekriegt haben. Nee, das ist ja nicht so schwer. Das ist doch. Peter, du machst einfach das, was Bram und Sepp verbocken und ich halt und du fixst das. Ich bin der Springer, okay. Wir sind doch alle ready. Chef. Achso, ich muss die Map selecten, okay. Peter ist der Chef. So wie beim beim Malen. Okay, beim Malen, los geht's. Beim, so, ja, kommt doch keiner da. Wir haben doch keine Kunden, die laufen ja, gerade. Wir können doch schon mal Pizza machen. Madame Monsieur, hallo, guten Tag. Ist doch total egal, wenn wir 10 Pizzen schon haben. Mozzarella Diavola, bitte, Mozzarella Diavola. Ich mach schon mal Teig, Bram, das kann ja ich schon mal machen. Okay, Pizza Mozzarella, zack, fertig. Pizza Mozzarella. So, Pizza Mozzarella, ab in den Ofen. Ich mach einfach nur Teig gleich. So, dann Soße. Wir brauchen einmal neue Soße. Okay, stell ich. Pizza Diavola. Ist Käse. Warte, kommt da drauf? Wo steht das? So. Ja. So. Mozzarella, fertig. Mozzarella, fertig. Die ist nicht auf dem Teller. Ja, kann ich das nicht so aimen, Jay. Ah, ja, das fällt da hin. Die Pizza fertig. Jetzt haben wir Mozzarella. Aber wir haben schon Mozzarella. Wir brauchen einmal neue Soße. Diavola. Diavola. Das ist Diavola, okay. Diavola. Wir brauchen 3 Diavola. Ja, ich hab keine. Soße ist bestellt. Ich komme. 3 Diavola, Leute. Ja, wir arbeiten dran. Wir haben noch gerade keine Soße. Kann ja gar nicht sein, dass wir das hier jetzt hinkriegen. Soße 1 ist drin. Geil, Soße 1 ist drin. Okay. Vorsichtig. Pizza liegt. Zack. Diavola. Ja. Hier bitte. Diavola. Nächste Diavola. Diavolas. Ich brauch Käse und Salami. Okay, bestell ich. Ist ja der Shit. Ey, wer hat die Soße auf den Boden geschmissen? Keiner. Die stand die ganze Zeit absichtlich zumindest. Die ist leer. Why? Ah, da ist noch eine volle, eine geschlossene, Bram. Diavola ist fertig, Jay. Mozzarella Prosciutto. Ja, ist ja gut. Diavola muss als nächstes fertig gemacht werden. Und dann Mozzarella und dann Ich kann nicht mehr bestellen, Jay, denn bei mir backt der. Kannst du versuchen zu bestellen? Was muss ich bestellen? Ja, du kannst das Mozzarella jetzt. Oh, nein, aber wir brauchen Zutaten. Erst Diavola, Bram. Okay, aber ich keine Zutaten für. Was brauchst du, Chris, Bram? Immer noch Salami und Käse. Salami und Käse. Und Teig.
Warum ist hier die Tomatensauce auf? Wir haben gar nichts mehr. Jetzt, ich hab schon bestellt. Jetzt müssen wir, glaube ich, erst wieder warten, bis ich bestellen kann, oder? Peter muss die ganze Zeit bestellen. Einfach jetzt nur. Ist er da. Das halt Mozzarella ist da. Ausladen, ja, nee, du musst immer ausladen. Mozzarella ist fertig. Leute, hier liegt noch eine volle Packung Soße am Boden. Ja. Irgendwer hat die gedroppt. Im Eingangsbereich, Bram. Im Eingangsbereich. Ist der Teller weggeflogen? Willst du mich verarschen? Kann ich nicht aufnehmen. So. Ey, die backt rum. Jetzt zumindest Amazing. Käse und Salami ist da. Ja, so, wo ist Mozzarella? Da, der will Mozzarella haben. Hier, jetzt tust es. Also die Soße können wir nicht aufnehmen Mozzarella, und Teig haben wir auch keinen mehr. Wir brauchen Mozzarella, Mozzarella. Ja, das ist schön, dass du die ganze Zeit schreist. Wir haben immer noch keinen Teig und keine Soße. Wir haben immer noch keinen Teig und keine Soße. Keine Soße, die muss aufgestellt werden. Kann ich nicht aufnehmen. Ja, beides nicht. Kein Teig, keine Soße. Was ist das für eine Pizzeria hier? Ja, Teig habe ich schon bestellt. Der Chef möchte einfach nicht bestellen. Oh, hier. Ganz viel Teig. Wir haben ganz viel Teig. Hier ist Teig. Nochmal Teig. Jetzt versuche ich Soße zu bestellen. Ich sage alles gleichzeitig immer bestellen, Feder. Das dauert zu lang. Ja, wir brauchen Diabola. Wir PC so richtig beschissen. Wir brauchen Mozzarella. Wir brauchen Mozzarella. So, Pizza, Soße. Was noch? Mozzarella? Prosciutto. Nee, was noch bestellen? Pizza, Salami. Soße? Salami. Komm. Bestellt. Hier ist doch Salami auf dem Boden. Drauf, Bram, aber mehr noch nicht. Ah, also wir haben Salami wieder. Okay, sehr gut. Kannst du mit der Kelle hier in die... Oh, ich konnte die Soße aufnehmen, Bram, hier. Ja, das war ein Salami, Müll. Peter. Okay, sehr gut. Hier ist Soße. Kommt der Müll. Da kommt jetzt Soße, Sepp, bitte. Ja, nice. Diavolo. Kommt der Müll. Was, Diavolo, ist eine fertig? Ja, sofort, in 5 Sekunden. Ja, ja, okay, ich verteile. Ja, dann kommt das nächste, einfach nur Mozzarella, okay. Die stehen auf, no! Diavola ist zu spät. Aber gibt noch mehr Diavola? Nein! Wir haben keinen, der Diavola will. Oh, doch, hier? Nee, beide nicht. Ja, schade. Okay, Diavola ist fertig. Wir brauchen viermal Mozzarella, einmal Schinken. Prosciutto. Ja, nochmal Mozzarella. Einfach nur Mozzarella. Macht einfach nur Mozzarella. Die Prosciutto, die Diavola ist für den Arsch. Haben wir verloren. Bringe euch gerade die Bestellung. Ist Teig. Ist eine leere Pizzasoße. Okay, Mozzarella ist fertig. Oh, der Teller ist in den Müll gefallen. Hey, ist Mozzarella. Hier ist Soße. Nee, warte mal. Hier an. Ist jetzt doppelt Mozzarella drauf, weil. Das ist eine Ratte! Nee, doppelt Mozzarella gibt's nicht. Scheiße. Also eine Mozzarella liegt da und eine Diavolo. Ja, aber ich versuche gerade die Ratte zu entfernen. Aber die Mozzarella muss doch raus. 30 Sekunden noch. Ja. Zwei Stück haben wir fertig. Wir brauchen wieder Käse. Ich hab euch hier, hast du hier alles durchguckt, weil hier sind echt mittlerweile viele Sachen. Ja, das Schinken drin, Salami. Jetzt bring ich die Teller einfach selber raus. Reiß dich, wo ist die andere? Ja, hier. Da hinten, geradeaus, rechts. Die. Nein, ist weggeflogen. Okay, ich bestell Käse, Bram. Da, yes. This isn't what I've ordered. Hä? Warum? Hab der Ratte gekillt. Why? Und einmal Soße brauchen wir danach auch. Da ist noch mal wir brauchen noch Mozzarella. Also Soße waren echt wir noch ein mittlerweile, paar, ne? Wir haben mittlerweile viermal hier ja, Salami in Kisten, aber Soße haben wir nichts mehr. Wir brauchen Mozzarella. Hier, Mozzarella. Hier ist Mozzarella. Ja, dann gib mir den Karton. Ah, hier, Diavola. Oh, guck mal. Nochmal Mozzarella. Die Diavola ist gerade frisch fertig aus der Küche. Das Mozzarella. Wir haben den verarscht. Wir haben die alte Diavola, die kalte. Mega, die war schon kalt. Ja, richtig. Haha, der Idiot. Heute meine Suppenkelling gemacht. Die lag die ganze Zeit im Waschbecken. Wahrscheinlich ist sie weggeflogen. Bei dem Bugs hier. Ohne Suppenkelle wird das nichts. Ja, wo ist die Suppenkelle? Vielleicht Mozzarella fertig. Oh, die ist rübergeflogen, warte. Wo ist denn die Suppenkelle hin? Scheiß Ratte, ey. Ich suche mit dir, Bram. Was ist mit dir? Ich bring jetzt selber wieder raus. Diavola will einer haben. Scheiß Ratte, lass das Essen in Ruhe. So, amazing. Mega, jetzt muss man hier kochen. Kann man noch eine neue Suppenkelle kochen bestellen? Und alles selber machen. Nee, kann man nicht. Wo ist denn die Suppenkelle? Ja, das ist genau die Frage, die ich gerade stelle. Die Ratte ist weg. Wo ist die Ratte hin? Hier ist keine Suppenkelle. Ist wahrscheinlich irgendwo hingebackt. Scheiße, wir müssen diese Suppenkelle finden. Das ohne gibt's Suppenkelle doch nicht. Werden wir pleite gehen. Hier sind drei Ratten. Im Kühlschrank? Nee. Junge, der Lümmel klaut den Mozzarella. Die Ratte rein zufällig
Der hat die Suppenkelle bestimmt geklaut. Ja, glaube ich auch nämlich. Muss ja so sein. Wo ist die Ratte? Geh raus, du Ratte. Okay, so ist die denn? Wir müssen hier mal Ordnung schaffen. Ist die tot oder lebt die? Na, die lebt noch. Die war gerade im Ofen. Aber wirklich, die Suppenkelle ist einfach weg. Aber ohne Suppenkelle kommen wir doch nicht weiter. Ist richtig. Ha! Mittlerweile 3 Ratten gekillt. Können wir denen eine Suppenkelle kaufen? Nee, kann man nicht. Die ist irgendwo weggebackt. Oh, hier, zack. So. Ist sie draußen? Ratte gekillt. Weißt du, wo die war, als die weggebackt ist, Bram? Ja, das letzte Mal habe ich die gesehen, als ich die in die Spüle getan habe. Weil da habe ich jedes Mal reingetan, weil ich die nicht gebraucht habe. Ja, ich verstehe. Ist nicht im Kühlschrank. Auch nicht dahinter scheinbar. Oh, ist sie Müll? Weiß ich nicht. Sie ist irgendwo aufzutreiben. Das ist doch jetzt beschissen. Wir gehen einfach weiter, weil wir keine Suppenkeller haben. Wir brauchen übrigens noch Prosciutto. Ja, das geht. Wir können nichts machen. Diavola. Wir brauchen keine Suppenkelle, Mann. Wir brauchen Diavola und Mozzarella. Okay, ja. Beschissen, ey. Ja, fuck it. Also Restart, also bei, ja? Bei Peters Pizza würde ich nicht bestellen. Ohne Suppenkelle gibt es hier nichts. Die Suppenkelle darf man nicht, aber ich würde die nicht nochmal ins Waschbecken legen. Weil, dann, weil da werden ja die Teller gewaschen. Wahrscheinlich backt die dann nachher da raus. Mann, ey. Ein Black T-Shirt habe ich bekommen. Geil, das passt ja perfekt zu Peters Pizza. So. Ja, hier, wir versuchen es nochmal in der Christmas Cabin. Ach du Scheiße. Jetzt wird's richtig entspannt. Was müssen wir denn hier machen? Okay, Strong Chocolate Milk, Leute. Wir wollen. Das ist 500 Milliliter Kakao. Wir haben nur Milch und Kakaopulver. Gib nur 2 Sachen. Okay, ich stell dir die Töpfe aber hin. Aber das ist Strong Chocolate Milk. Und du machst das da rein. 100 zu 500 müsst ihr mischen. Und ich mach das auf den Ofen. Okay, aber wo ist die Milch? Im Kühlschrank ist Milch und die Schokolade ist irgendwie immer. Kann man die klein schneiden, die Schokolade? So, wie mach ich weiß das? Es nicht. Alter, was machst du da? Ja, ich weiß nicht, wie ich die da reinfülle. Drehen? Kannst du dich kippen? Aber ich wüsste nicht wie. Mit irgendeiner Maustaste kannst du kippen, mit irgendeiner Taste. Ja, so. Aber woran erkennst du denn, dass das 500 Milliliter sind? Da steht unten jetzt eine Anzeige. Du brauchst 100, 1000. Wie viel haben wir? 950. Siehst du die Anzeige? Ah, da. Okay, Moment, da kommt noch ein Da ging ein bisschen daneben, glaube ich. Ja, zu viel. Ja, machen wir jetzt. Ja, mach einfach Strong Chocolate. Alter, what the fuck. Schütte das Ben in einen anderen Topf, damit das nicht 990. Weggeht. Ich bestelle jetzt schon mal nach. Milk Chocolate Milk, bitte. Einmal Milk Chocolate Milk. 100 zu 100. Nee, so, 1000 zu 100. 1000. So, und jetzt kommt noch Chocolate rein. Ja, 500 Milliliter. Okay. Also Strong. Nicht bewegen, die ganze Packung. Nice. Sieht gut aus. Ja, yes. Und jetzt müsst ihr kochen, oder? Ja. Gut. Hier ist ein Becher. Jetzt brauchen wir Tassen. Warte. Hier ist ein Becher. Genau, tu die Tassen ein. Sehr schön. Wann sehe ich denn, ob das fertig ist oder nicht? Jetzt. Okay, fertig. Wie viel kommt dann da rein? Portion. Oh das shit. Die Taste, die ist auf dem Boden. Okay, die wollen 3 Leute wollen Strong Chocolate Milk haben. Hast du okay, mal lieber? So, hier. Ich hab noch mehr. Hier liegt nur Tassen. Milk ist die Erd, die auf dem Boden liegt? Der ist einfach gegangen. Ja, die daneben wollen auch Strong Chocolate Milk. Ja, der findet das okay. Cheers. Da, hier, okay. Tasse voll. Ja, Moment. Du kriegst hier noch eine. Noch, was ist das? Strong? Auch immer noch strong. Ich hab Strong. Wir brauchen noch einmal Mild. Mild. Okay, dann macht Mild. Okay, wir brauchen ein Bild. Das gibt es nicht mehr. Ist ja gut. Mild ist 100 und 1000. Hier ist ein Strong noch fertig. Braucht ihr noch einen Strong? So. Nee. Okay, 950. Ist da immer 950 drin, Bram? Nee, ja, das ist genau 1000 drin. So. Ja, einfach hier einfach den Müll auch anders. Und 100 Kakao. Ja, ich wollte erstmal ausladen, bevor ich wegräume. Ich versuche gerade den Müll zu finden. Wo kann ich den denn hinpacken? Hasse. So, was kommt da rein? 100 Milliliter. 100. Also einen Strong habe ich hier, ne? Ah. Ich weiß, wo ich den Müll hinpacke. In die Natur. Okay, fertig. Ah, da ist ein bisschen mit Chocolate Powder drin. Das muss jetzt reichen. Nee, aber das ist ja zu viel. Ach so. Ja, aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Ne? Milch Chocolate noch. 89 Sekunden. Ja, wir arbeiten dran. Also ich habe euch hier in dem,
in dem Schrank, rechts neben dem Kühlschrank, sehr viel schon nachgepackt. Ja. Ich brauche noch Tassen. Nein! Ja, oh, keine Ahnung. Eine Tasse. Da steht einfach noch eine, weg. Da steht noch eine Strong, falls ja, einer möchte. Ja, das ist eine Strong. Hier ist noch Tasse. Wie kann man denn die Tasse jetzt säubern? Hier gibt es ja keine Spüle. Stimmt. Okay, Milt haben wir. Milt ist fertig. Milt Chocolate, bitteschön. Wenn die Chocolate-Dinger auf der Seite liegen, Bram, dann laufen die aus, ne? Nur für dich zur Info, das ist vielleicht nicht ja, so. Ja, deswegen habe ich die mal hingestellt. Achso, da lagen so, gerade da drei. Da steht Chocolate, aber der hat die nicht genommen. Milt Chocolate. Regular. Ist ja auch Regular, die der braucht. Regular, wir brauchen eine neue. Okay. Aber Regular. Wir brauchen 250 Chocolate. Der Stress ist real. Ich mach schon mal Chocolate, Milch, ne? Milch Chocolate! Ja! Warte mal. Ach, die ist leer. Nein! Ich hab sie umgeworfen. So. Sehr gut. Scheiße. Und die ist leer, ne? Ich hab gerade einen unserer Kunden versagt. Da kommt dann noch 100 rein. Wir brauchen 250. Abraham! Hast du die Milch runtergeworfen? Aber wir müssen gar nicht hier sauber machen, die Tassen. Das ist denen scheißegal. Echt? Okay. Wir brauchen noch einmal Regular. Also zu wenig Milch auch. Ja, 250 brauchen wir. So. Noch Milch? 250, ein bisschen mehr ich Chocolate. Ich seh das nicht, während ich die Flasche hab. Sag mir das. Achso, wir haben 200 Milliliter Chocolate. Wir brauchen Chocolate noch. Okay. Und stopp. Oh Gott. Ja, das ist schon mild. Ja, das ist Regular. 28 Sekunden noch. Ja, das kriegen wir hin. Ist sofort fertig. Und go. Fertig. Nein! Tada! Noch eine Mild. Nein! Okay, das eine ist nach Mappen Süd geflogen. Ja, eine Mild. Okay. Mild ist fertig. Nee, das ist Regular. Nein, das ist Regular. Wir brauchen Mild. Mild. Okay. Aber Mild, ich brauche eine neue Tasse. Ich hab Mild hier. Tasse. Ja, ist ja gut. Tasse. Peter chillt hier nur. Wir haben Nachschub satt. So, fertig. Mild ist dann fertig. Ist schon wieder Regular. Nee, ist mild. Alter. Den falschen angevisiert. Bram, wir brauchen noch einen neuen Strong. Neuen Strong? Neuen Regular. Strong ist leider umgekippt. Regular. Okay, die muss weg. Die Flasche, die hält sich zurück. Guck mal hier, wie easy das ist. 500 Milliliter. Okay. Thank you. Das ist ja super easy. Okay, was brauchen wir sonst noch? Ja, ich fülle gerade schon. Eine Strong mache ich dir gerade, ja? Geil. Ich meine, wir brauchen früher oder später alle, ne? Als komm, du kennst das auf dem Schulhof. Wenn hier so abklatscht. Ja, 250. Und zack, und zack, und zack, und zack, zack, und zack, zack, zack. So macht man das doch. Ja, auch. Mega. Und jetzt eine Milch. Eine Freundschaftsgruß. Nein, nur eine Milch. Oh, guck mal da. 950 gehen aber auch, Bram, ne? Wenn du nachher zu wenig hast. Ja. Es geht. Boah. Nice. Boah, Bram, kein Tropfen verschwendet. Wir sind aber so weit von on point gerade unterwegs. Was brauchst du? Nix, der steht ja einfach nur. Boah, gar nichts. Alle Kunden sind glücklich. Das ist wie auf dem Weihnachtsmarkt. Du machst einfach insane viel Geld mit nix. Ja, alle sind happy. Guck alle mal, wie voll das hier ist bei uns in der Cabin. Wir trinken alle Kakao. Ja. Geil. Und alle jetzt? Happy. Jetzt genießen wir unsere gemeinsame Verstecken zusammen. Oder was? Ja, verstecken in One-Arm-Guckt-Spielen, Junge. Du kannst mal gucken hier. Willst du dir mal Müll angucken, Bram? Ich zeig dir ja, ich habe schon gesehen. Es steht auch. Oh, da kommt ein neuer. Ja, hier rechts. Ach, das ist auch ein schöner Mülleimer, den du da hast. Ein Mild, ein Regular. Okay, ich mach ein Mild. Mild ist hier. Auf dem Tresen. Oh, Mild ist schon leer. Bram, wir brauchen neuen Mild. Mild, Regular. Wir brauchen neuen Mild, steht auf dem Tresen. Das Mild. Nimmt er. Snackt er. Regular brauchen wir. Das müsste ein Regular sein. Ja, das ist ein Regular. So, jetzt kannst du hier... Boah, ist das easy, dieses Spiel. Hier steht, hier ist noch ein Regular, aber hier ist niemand, der das ist. Machen wir nochmal ein Regular fertig. Vielleicht kann ich hier nochmal den Geist irgendwie verarschen. Da, Regular. Gönn dir, Jay. Ist drin. Hey. Jetzt ist er weg. So, hier ist Mild. Fertig. Hä? Ich nice. Hab keine Tassen mehr. Wir brauchen noch einen Strong. Doch, eine Tasse habe ich noch. Was will den denn? Hey, die geht dann packen wir noch einen Strong. Ein Strong, aber ich habe keinen Topf. Hier, hast du einen Topf. Ein Topf. Okay, ich check das nicht. Das wäre ein Strong brauchen wir. Ja, genau den Tasse. Haben wir nämlich nicht mehr. Oh, ich hätte fast auf der Luft. Was, Alter? Hier ist noch eine Tasse. Ja, schmeiß doch nicht unsere geile Schokolade oben. Die ist voll wichtig. Wir haben keine Tassen mehr. Die Leute sollen mal die Tassen zurückbringen.
Gib mir deine Tasse her, du Arschloch. Oder du. Trink mal schneller. Du brauchst es strong, Jay, ne? Ja, so, und einmal strong. Guck mal kurz, ob man Tassen bestellen kann. Nein, kann man nicht. Ein bisschen wenig drin. Na. Ja. Die wollen einfach nicht. Dann wird es ultra strong. Im Kühlschrank sind auch keine Tassen. Aber hier stehen nur noch zwei. Regular. Mega, Bram. Läuft fertig. Richtig, Alter. Strong. Macht ihr dann ja, einfach, habt ihr drei Villa. Töpfe für drei unterschiedliche ja? Stärken und ja. schüttet dann einfach immer ab. Ja, und dann machen wir neu einfach. Das ist schon, easy. Also, das kann man zu viert für in den Laden. Ja, das kriegen wir hin, ne? Kakao machen so. Ja, das aber Rich wird regular. Wir haben aktuell 56 Dollar verdient. Achso, wir sind übrigens mit 50 Dollar gestartet, die ich instant ausgegeben habe für unseren Chip. Nice. Ist gut. Ja, das heißt, wir haben schon 12 Dollar verdient. Jetzt haben wir Plus. Mega. Ja. Das ist absolut korrekt. Und wir haben noch recht viele Sachen. Strong. Okay, hast du eine Tasse für mich? Steh mal hin. Ist das jetzt ein unendliches Spiel? Ich glaube schon, weil die Zeit geht halt immer wieder hoch. Die willst du immer höher. Abgegeben haben. Ach so, weil jedes so. Mal, wenn wir einen Customer gönnen. So, wieder Sekunden. Ja, jo, noch mal stimmt, wieder eine Minute. Auf. Pro Mild. Customer kriegen wir eine Minute dazu. Okay, Mild habe ich, brauche eine Tasse. Also ich will einfach mal ganz stumpf sagen, weil der Laden läuft und wir können zumachen, oder? Ja, würde ich auch sagen. Und das Ziel haben wir ja mal easy geschafft. Ich würde sagen, damit haben wir das ganze Spiel gewonnen. Ja, würde ich auch sagen. Aber sowas von. Was machst du denn da, Jay? Zwei Zutaten, kein Problem. Ja, also das ist so unser Level. Das kriegen wir hin. Zwei Zutaten passt. Okay, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, warum dieses Spiel so unendlich viele gute Bewertungen auf Steam hat. Weiß weil das nicht. Lustig ist, ja. Peter. Also, das ist wie Overcooked. Hast du ja gesehen, wie unfähig wir sind. Und so ein ja, aber das hier haben wir hingekriegt. Und es ist weihnachtliche Zeit. Ja, ich also muckelt okay. euch ich mal lustig. Schön ein, genießt selber einen Kakao, während ihr unsere Peatsmeet-Videos schaut und habt jetzt einfach noch einen schönen Tag. Bis dahin, haut rein. Ciao. Tschüss.